Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich jetzt auf dem Server Stormscale und habe schon gescannt, denn ich habe auf WoW Thing ein Item gesehen, das tatsächlich auch noch drin ist, und zwar blutige Schuppenarmschienen. Das ist ein removed Item, und zwar Cuttercraft Item. Und ich würde sagen, das holen wir uns. Ich will das jetzt mal ausprobieren mit der Kriegsmeutenbank, wie sie denn im Deutschen heißt. Also heißt, ich muss jetzt eigentlich nichts mehr hin und her traden. Okay. Dann müssen wir gucken. Also da haben wir sie einmal. Und dann stellen wir die mal auf. Da müsst ihr das Gold rausholen können und dann auch dementsprechend wieder den Rest einzahlen. Also wir hatten jetzt irgendwie 77, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Halt, haben wir eine 0 zu viel? 277. Ach, Moment, ich muss das Enden nehmen, sonst wird das natürlich nix. So, und jetzt können wir das schicke Ding nämlich kaufen. Die sind nämlich die letzten Monate immer für 400 irgendwas K drin gewesen, 450 meistens. Und jetzt ist das mal hier unter 300 K und jetzt dachte ich mir, komm, schlagen wir mal zu. So, das Ding haben wir. Und dann können wir das auch gleich mit dem lernen. Wunderbar, jetzt ist es Kriegsmeuten gebunden. Ich kann das jetzt quasi nehmen und in die Bank packen, aber ehrlich gesagt, was will ich mit dem Teil? Mich interessiert ja nur das Thema. Achso, halt, stopp, ich muss es noch eintragen. In meine Liste, also es hat jetzt 275,5 gekostet quasi. Dann ziehe ich das einmal rüber. Also erstmal schmeißen wir es hier raus, falls ich es da schon eingetragen hatte. Jawollo, da haben wir es. Ist wieder eins weniger. Von, ihr seht, hier oben sind die anderen, also die normalen removeden Items, ne? Drei weiß bzw. graue, dann ein paar normale removede und das andere hier unten sind alles Cuttercraft Items, ne? Also die überwiegenden sind Cuttercraft Items und overall sind es aktuell 58, die ich auf dem Schirm habe. Es sind nicht ganz so viele aktuell im Auktionshaus. Ihr seht hier, diese Cuttercraft Items sind ja, meistens für 449.000 drin. Da muss einer ein ja, relativ großes Monopol haben. Und zum Teil sind da bis zu 20 von den Dingen drin. Also manchmal sind dann insgesamt fehlende Items, also das sind ja die Sachen komplett auf allen EU-Reams, dann zum Teil bis zu 28 verschiedene. Wobei jetzt sind es ein bisschen weniger, weil ich immer mal wieder was rauskaufe. Ne? Und wenn wir jetzt gucken, das war jetzt nur ein einziges Mal in der kompletten EU gibt es das noch. Deswegen habe ich mir das geholt. Die beiden, die gucke ich jetzt nachher auch gleich, die sind auf Asiol Nerub, auch für hier unter 300k, also noch knapp unter 300k, und die will ich eigentlich auch noch kaufen. Die anderen für 4,5, ja, da halte ich jetzt eher, oder lasse ich erstmal die Finger von weg, aber die drei, die wären schon mal nicht schlecht, wenn wir die holen. Genau, also da gucken wir jetzt auf jeden Fall mal weiter. So, dann muss ich das hier nur eintragen, also was hat man gesagt, 275, und dann haben wir hier die blutigen Schuppenarmschienen. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir noch auf einen anderen Server rum und gucken mal, ob wir das auch noch kriegen. Als nächstes sind wir jetzt auf Asiol Nerub unterwegs und da habe ich jetzt die anderen beiden Teile, die ich euch eben schon gezeigt habe, drin. Ich dachte mir, ich nehme jetzt mal einen leeren Elfen, damit kann ich direkt aufmounten. Ne? Ich muss ja jetzt nicht mehr mit meinem Char hin und quasi das Gold rüber traden. Aus Reflex gucke ich immer noch hier rein wegen einem wegen dem Postkasten bzw. wegen der Bank, aber die ist ja hier drin, also bis ich das mal lerne, ich sag's euch, ich finde es ein bisschen blöd, dass man da dann unten klicken muss, wieder oben, aber gut. Das sind so die First-World-Problems. So, Dalla, wir brauchen jetzt 600k. Und diesmal müssen wir auf Entnehmen gehen und nicht auf Einlagern. So. Okay, 600.000. Und dann gehen wir ein wenig shoppen. Laufen uns die beiden Dinger. Naja, die Sachen werden jetzt immer teurer, ich sag's euch. So, Briefkasten packen wir auch noch aus. Und dann haben wir einmal blutrünstige Feuerwirrengürtel oder Feuerzwirrengürtel, so rum. Und das andere ist blutrünstige Feuerzwirrenschulter. Also das sind jetzt quasi zwei Stoff-Items. Wenn du überlegst, in Cutter konnte man die für einen absoluten Ei craften, ne? Und jetzt haue ich da über eine halbe Million für so ein Zeug raus, aber gut, so ist das. Juti, dann würde ich sagen, tragen wir die aus, machen wir erstmal den Gürtel. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Also, Gürtel waren jetzt halt 300k, ne? Das runden wir jetzt mal ein bisschen auf. Und hier... Ups, das wollte ich nicht.
Oi, den habe ich anscheinend gar nicht drin. Es kann natürlich sein, dass ich den unter einem anderen Namen drin habe. Ne, manchmal ist da noch so ein Zusatz dabei. Okay, den habe ich tatsächlich nicht dabei. Jetzt gucken wir mal geschwind das andere Teil, ob das in meiner Aufzählung mit drin ist. Das ist auch nicht drin. Interesting. Okay, die beiden hatte ich hier nicht mit dabei. Feuerzwirn? Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, okay. Gut, so viel dazu. Dann tragen wir das hier noch ein. Und das waren auch 300k. Dann sind wir jetzt bei 875.000. Dann kommen wir als nächstes zu einer Sache, die ich schon bezahlt habe. Und zwar zu ein paar Verzauberungen, die sich tatsächlich ein bisschen aufsummiert haben. Ich habe nämlich mit einigen Chars, eigentlich mit allen Klassen, mir die Sets geholt. Hat den Hintergrund, in der vierten Season hat es quasi neue IDs gegeben für die Set-Teile. Also Kopf, Schultern, Brust, Hände und die Hosen. Und da ja mit Ende... ja, der Expansion, also mit Start von Devolve Within, die erweckten Raids rausfallen und die wahrscheinlich dann die non-erweckten Sachen droppen werden, kann man diese erweckten Set-IDs nicht mehr erhalten. Also das Aussehen natürlich schon, ne, weil die ja aussehen wie ein, je nach Klasse, wie ein ganz normales Set aus der Expansion, aber die IDs kriegt man halt nicht mehr und dementsprechend habe ich mir jetzt in der letzten Season versucht, möglichst alle Sets zu holen. Das heißt, LFR, Normal, HC, Mythic und im PvP dann halt auch das Elite-Set. Das PvP-Gladiator-Set habe ich mit Absicht nicht voll gemacht. Hat schlichtweg den Hintergrund, dass man die ja dann immer über die Assembles kaufen kann. Und wenn man da ein Set voll macht, dann kriegt man gewisse IDs nicht. Ich denke mal, die Hardcore-T-Mog-Leute wissen, von was ich rede. Also PvP-Sets, abgesehen vom Elite-Set, sollte man immer nie voll machen, um dann die Assemble noch kaufen zu können. Genau, aber zumindest quasi von LFR bis Mythic und dann noch das Elite-Set. Dazu... habe ich einige Chars dann halt auch dementsprechend verzetten müssen und das hat sich ein bisschen zusammensummiert. Ich habe etwa für PvE für die Chars für einmal komplett verzetten im Schnitt so um die 10k gezahlt und ja, dann auch mit quasi nochmal neu drauf verzetten, wenn dementsprechend ich einen Teil auswechseln konnte. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, wie es mit den Sets im Allgemeinen aussieht. Also hier ist zum Beispiel jetzt Season 4. Der Krieger, da habe ich das LFR-Set, das Normal-Set, das HC-Set und das Mythic-Set. Und bei den meisten anderen Klassen bin ich auch komplett fertig. Aktuell brauche ich noch insgesamt zwei Klassen, noch zwei Items. Einmal beim Hunter die Taille und beim Priester die Schuhe. Ich hoffe, die sind im nächsten Vault mit drin. Da war ich wieder fleißig, war ein bisschen im HC-Raid bzw. ein bisschen M-Plus gemacht. Wenn die Teile jetzt bis Warwiff in nicht droppen, ist nicht so schlimm. Die Off-Slots haben dieselbe ID wie die quasi loweren, nicht erweckten Items. Also von dem her kann ich die danach immer noch kriegen. Wichtig waren jetzt halt diese Main-Slots, also Kopf, Schultern, Brust, Hose und Hände, wo halt dann dementsprechend der Set-Bonus drauf ist. Genau. Und das hat ein bisschen was gekostet. Also ich denke mal, so pro Klasse habe ich etwa 15k, vielleicht ein bisschen mehr für... quasi VZs ausgegeben. Das ist jetzt noch konservativ gerechnet, ihr müsst rechnen. Ich habe dann auch nochmal Chars gehabt, mit denen ich quasi PvP gemacht habe. Die musste ich natürlich dann auch noch ein bisschen VZen. Da habe ich aber nicht so viele Sachen austauschen müssen, weil ich meistens dann gar nicht das ganze grüne Gear ausgewechselt habe, bis ich das Elite-Set zusammen hatte. Ich habe da bei manchen Klassen, war ich im Solo-Shuffle unterwegs und manchmal ein bisschen Dreier gespielt, halt auf die 1.8, um zumindest das Elite-Set einzutüten. Und mit denen bin ich auch fertig geworden. Also ich habe eigentlich alle Elite-Sets von der vierten Season plus alle PvE-Sets auch, bis auf halt... den einen Gürtel und die einen Schuhe beim Priester bzw. Hunter. Genau, ich habe das jetzt mal quasi gerechnet, also 13 Klassen mal 15k und habe das auch schon einmal eingetragen. Und zwar 195.000 sind das dann für VZs und damit wären wir dann auf dem Endbetrag von 1.070.000 und dementsprechend haben wir wieder einen Haken drunter. Ich will ja immer so um die Millionen quasi pro Waste-Folge raushauen. Juti, damit wären wir durch. Diesmal mit nur 4 Positionen insgesamt. Ich hoffe, das nächste Mal finde ich wieder ein paar günstigere Items, ein paar Removede. 300k und drunter wäre ganz schick, wenn wir was kriegen würden. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.